So, hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Let's Play von Port Royal. Ich und Sebastian werden dieses Spiel spielen. Es ist von Alexander Pfister. Der hat ja in letzter Zeit einige Knaller rausgebracht, zum Beispiel Mombasa und in Port Royal. Das ist auch jetzt, glaube ich, schon 2 Jahre alt. Gibt es auch mittlerweile schon die erste Erweiterung zu. Und ich glaube, ich habe irgendwas in Nürnberg gesehen, dass da noch irgendwas zu kommen soll. Und wie hinten schon drauf steht, es ist ein gerissenes Kartenspiel. Ein Spiel, das mich persönlich sehr anspricht, weil das eben auch so ein Push-Your-Luck-Element hat, so ein Zockerspiel ist. Ein Spiel, das Größenwahn belohnt. Manchmal, meistens geht es eher nach hinten los und dann hat man nichts davon. Aber wie gesagt, wir werden euch jetzt, also ich werde das Spiel jetzt erklären und Sebastian erklären, der es wie gesagt noch nie gespielt hat. Dann habt ihr, glaube ich, auch einen Eindruck, wie das geht, so von den Regeln her. Es ist nicht wirklich schwer. Und dann werden wir auch einfach direkt mal eine Partie spielen und euch dann daran teilhaben lassen. So bekommt man immer den besten Eindruck davon, wie das Spiel funktioniert. Wie man hier sieht, das ist ab 8 Jahren empfohlen, so 20 bis 50 Minuten, je nach Spielerzahl. Zu zweit wird es wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Und es ist von 2 bis 5 Spielern geeignet. Und ja, am Anfang bekommt jeder Spieler 3 so Geldkarten. Das ist quasi einfach sein Geld, das legt er einfach vor sich ab und hat das dann zur Verfügung, um gleich schon mal Karten zu kaufen. Prinzipiell geht es darum, die meisten Siegpunkte zu haben. Ich glaube, bis 12 Punkte ging es. Sobald ein Spieler 12 Punkte erreicht oder überschritten hat, ist das Spiel zu Ende. Und ja, es gibt eben verschiedenste Arten, Punkte zu machen, aber erstmal wollen wir halt viel Geld haben, um uns Karten zu holen. Wir gucken uns jetzt mal den Spielablauf an. Und zwar, wenn ich dran bin, dann habe ich erstmal die, ich glaube, sie heißt Entdeckenphase, da kann ich einfach Karten aufdecken. Ich kann jetzt die erste Karte aufdecken. Jetzt habe ich zum Beispiel einen Matrosen aufgedeckt. Der würde mich 7 Münzen kosten. Ich habe gerade nur 3. Er würde mir 3 Punkte bringen und ein Säbel. Was ein Säbel bringt, erzähle ich gleich. Jetzt kann ich mich immer nach jeder Karte entscheiden, möchte ich diese Karte kaufen, in dem Fall kann ich das gar nicht, oder möchte ich weiter aufdecken. Also sage ich jetzt einfach mal, ich decke weiter auf und habe jetzt einen Gouverneur. Ein Gouverneur ist auch ganz nett, der hat auch so eine Spezialfähigkeit, die ich gleich nochmal näher erläutern werde. Der kostet aber 8 Geld, bringt mir keine Punkte. Aber jetzt kann ich auch erstmal noch sagen, ich möchte weiter aufdecken, weil vielleicht will ich auch erstmal Geld haben. Und wie man Geld bekommt, zeige ich euch jetzt hoffentlich gleich. Na, hier noch nicht. Das ist jetzt ein Händler. Ein Händler kostet 3, das heißt, den könnte ich mir leisten. Bei einer Fregatte würde ich ein Geld mehr bekommen. Was es damit auf sich hat, werden wir auch gleich sehen. Hoffentlich. Ah ja, ein Pirat, der wird mir 2 Säbel bringen. So, jetzt haben wir hier die Galeone aufgedeckt. Galeone ist halt die erste Möglichkeit, Geld zu bekommen. Wenn ich mir ein Schiff aus der Auslage nehme, dann bekomme ich dafür immer das, was hier in Münzen drauf ist. Das heißt, in dem Fall würde ich dann einfach die Galeone abwerfen und würde einfach ein Geld, ohne mir diese Karte anzugucken, aus der Auslage bekommen und hätte jetzt schon 4 Geld. Ich darf mir immer nur eine Karte nehmen, solange hier insgesamt, weil ich kann das Schiff ja auch liegen lassen und weiter aufdecken und kann dabei natürlich auch noch andere Schiffe aufdecken. Wenn hier 4 verschiedene Schiffe liegen, dann kann ich mir sogar 2 Karten nehmen. Das heißt, in dem Fall, wenn da mehrere Schiffe liegen, kann ich mir auch 2 von den Schiffen nehmen und kriege dadurch noch mehr Geld. Und wenn da 5 verschiedene Schiffsarten, es gibt insgesamt 5 verschiedene Schiffsarten liegen, darf ich mir sogar 3 Karten aus der Auslage nehmen. Das ist aber immer zocken, ob das klappt oder nicht. Das heißt, ja, da muss man sich immer entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Man kann auch immer hier mit den, das Ding hat 2 Säbel. Das heißt, angenommen, ich hätte jetzt hier diesen Piraten schon bei mir in der Auslage, weil ich mir vorher mal gekauft habe und würde jetzt diese Galeone aufdecken, dann könnte ich sagen, ich möchte meinen Piraten benutzen, um das Ding abzuwerfen. Weil ich meine, das ist eine Galeone, die mir ein mickriges Geld bringt. Das will ich ja vielleicht gar nicht. Vielleicht will ich hier auch eine geilere Karte haben und möchte nicht Gefahr laufen, zweimal das gleiche Schiff aufzudecken. Das verbraucht sie, kommen wir gleich zu. Aber ich kann jetzt sagen, okay, das ist mir viel zu wenig, ich möchte gerne weiter aufdecken. Aha, eine Flöte, die bringt 2 Geld, würde mich 2 Säbel kosten, habe ich am Anfang noch nicht. Aber, na, 2 Geld ist auch zu wenig, ich glaube, das Maximum sind 4 oder 5 Geld, die man bekommen kann. Ich decke mal weiter auf. Oha, jetzt haben wir jetzt einen Auftrag aufgedeckt, der wird immer gleich hier nach oben gelegt, der bleibt auch da liegen, bis ihn irgendein Spieler erfüllt hat. Dafür braucht man diese Symbole, die hier unten sind, das gucken wir uns auch gleich nochmal näher an, bekommt dafür dann 4 Punkte und 2 Geld, dass man sich wieder in Form dieser Karten nimmt. Dann kann ich jetzt die nächste Karte aufdecken und sage, egal, ich mache weiter. Aha, eine Fregatte, das ist natürlich schon mal ganz geil, weil jetzt liegen hier 3 verschiedene Schiffe in der Auslage. Jetzt darf ich mir immer noch nur eine Karte nehmen, wenn ich mir eine Karte nehmen möchte. Oder ich sage, wie es meinem Naturell entspricht, ich mache weiter. Wow, eine Pinasse, da hat irgendjemand richtig gut gemischt. Jetzt sind hier schon 4 verschiedene Schiffe. Eigentlich wäre es jetzt richtig dumm zu sagen, ich mache weiter. Ich könnte jetzt also zum Beispiel einfach sagen, wenn ich jetzt aufhören wollen würde, was ich natürlich noch nicht möchte, ich nehme mir die Pinasse und die Flöte, dann würde ich auch die wieder abwerfen, auf den Ablagestapel tun und mir dann einfach 4
Geld nehmen. Das wäre natürlich richtig gut, richtig mächtig. Du darfst so viele hier hinlegen, wie du willst. Ich darf so viele hier hinlegen. Ja, es gibt eine Grenze. Das kommt nämlich jetzt. Ich kann natürlich sagen, ich decke weiter auf. Jetzt kommt hier so eine, ich weiß nicht, wie sie heißt, Steuerkarte oder so. Da wird geguckt, wer mehr als 12 Geld hat, muss die Hälfte davon abgeben. Und wer die meisten Säbel hat, bekommt ein Geld. Das heißt, jetzt in dem Fall hätten Sebastian und ich mit 0 beide die meisten Säbel. Also würden wir beide ein Geld bekommen. Die Karte könnte man einfach abwerfen und jetzt kann ich weiter aufdecken und sagen, nein, ich will 5 verschiedene Schiffe haben, weil dann kann ich mir 3 Karten nehmen und jetzt ist der Worst Case passiert, ich habe noch eine Galeone aufgedeckt. Hier liegt schon eine Galeone und wenn zweimal das gleiche Schiff da liegt, was ich nicht abwehren kann, also hätte ich jetzt 4 Säbel, könnte ich es abwerfen und es wird einfach wegkommen, ich dürfte weiter aufdecken, aber jetzt liegt hier eine Galeone, ich habe noch eine aufgedeckt, das heißt, damit ist mein Zug einfach vorbei. Ich bekomme gar nichts, niemand anders bekommt irgendwas. Alle Karten wird abgeräumt werden und Sebastian ist dran. Das ist so ein bisschen der Push-Your-Luck-Effekt. Angenommen. Ach, die ganzen Karten kommen weg. Alle Karten kommen dann weg. Okay. Und dann bist du dran und deckst wieder von vorne auf. Und was ist mit dem Auftrag? Der bleibt ja liegen. Der bleibt immer liegen, bis ihn irgendwer erfüllt hat. So. Aber angenommen, ich hätte jetzt bei der Konstellation gesagt, okay, ich habe hier liegen 4 Schiffe, ich darf mir 2 Karten nehmen. Ich nehme mir vielleicht die beiden hier. Na, dann werfe ich die ab, bekomme dafür, wie gesagt, eben 4 Geld. Dann dürfen jetzt noch alle anderen Spieler auch eine Karte aus der Auslage entweder kaufen und müssen dafür zahlen, was draufsteht, also 3, 8, was auch immer Geld, oder dürfen sich so eine Schiffskarte nehmen, um auch ein Geld zu bekommen. Da könnte Sebastian jetzt natürlich sagen, oh geil, nimmt er sich eine Fregatte, bekommt er 2 Geld dafür. Das stimmt auch soweit, aber immer wenn ein Spieler in meinem Zug, also wenn man selbst dran ist, irgendeine Karte hier kauft, dann muss er dem Spieler, der dran ist, dafür ein Geld geben. Das ist doch Schummeln. das kann manchmal ganz gut sein, gerade wenn man hier so eine mächtige Karte bekommt, die einem was bringt. Oder auch wenn da irgendwie eine Karte liegt, die mir 4 Geld bringt. Dann nehme ich die natürlich, weil dann habe ich halt auch 3 Geld mehr als mein Mitspieler. Aber das muss man immer beachten und man muss auch das Geld haben. Also wenn hier jetzt eine geile Dreierkarte ist und man genau diese Karte haben wollte, aber man nur 3 Geld hat, kann man die halt nicht kaufen, wenn man selbst gerade nicht dran ist, weil man muss dem anderen auch ein Geld geben. Das ist also doof. Und wie gesagt, hier oben sind immer nochmal Siegpunkte. Das heißt, ich lege die Karten, die ich mir so kaufe, vor mir aus, was die verschiedenen Charaktere mit ihren Sonderrollen machen, erklären wir gleich. Und die Punkte werden einfach addiert und sobald hier eine Gesamtsumme von 12 oder mehr liegt, wird, glaube ich, irgendwie noch eine Runde gespielt und dann ist das Spiel vorbei. Was hat es jetzt mit diesen Aufträgen auf sich? Es gibt manchmal auch Karten, die hier zum Beispiel so ein Kreuz drauf haben. Ein Priester kostet 4 Geld, kann ich mir kaufen, bringt mir einen Punkt. Ich kann irgendwann, wenn ich jetzt noch einen Priester haben sollte, könnte ich irgendwann, wenn ich dran bin, einfach sagen, ich werfe die beiden Priester ab und habe dafür diesen Auftrag erfüllt. Dadurch würde ich dann zwar die 2 Punkte, die mir die Priester bringen, verlieren, hätte aber 2 Punkte gewonnen und würde noch 2 Geld bekommen, was mir halt nochmal einen Push bringen kann, weil ich mir dadurch irgendwelche anderen Karten kaufen kann. Und da muss man eben überlegen, ob es Sinn macht, einfach mit normalen Charakteren so lange zu sammeln, bis man ganz viele Punkte hat, oder ob so ein Auftrag erfüllen auch Sinn macht. Oftmals macht es Sinn, wobei natürlich jeder Charakter hat halt irgendeine Spezialfähigkeit, die mir irgendwas bringt im Spielverlauf. So ein komischer Priester hat nichts außer so ein Kreuz, der bringt mir eben sonst nichts. Da ist es eben immer, da muss man wirklich abwarten, was mache ich, wann kaufe ich mir was. Manchmal macht es auch Sinn, sich solche Karten zu holen, wenn man mehrere Schiffe aufgedeckt hat, weil man eben dann sich 2 Karten so nehmen kann und damit automatisch so einen Auftrag erfüllen kann. Das ist so ein bisschen eine Sache vom Timing und auch einer der strategischen Aspekte, die dieses Spiel hat. Aber das sehen wir dann gleich mal im Live-Play. Und das war's im Prinzip. Angenommen, meine Runde wäre jetzt zu Ende, weil ich 2 gleiche Schiffe aufgedeckt hätte. Dann würden einfach alle Karten, die hier liegen, abgeworfen werden, auf den Ablagestapel kommen. Der Auftrag würde halt immer da liegen bleiben. Und jetzt wäre Sebastian dran und könnte halt Karten aufdecken, so lange wie er möchte. Er muss auch nicht bis irgendwie... also man kann einfach jederzeit sagen, dass man aufhört. Also auch nach der ersten Karte. Er deckt jetzt diese Karte hier auf, sagt, oh, eine Pinasse. Ein Geld, nehme ich, keiner mehr nach. Zack, fertig. Und dann kann auch kein anderer was kaufen oder sowas. Dann wäre ich dran, könnte sagen, oh, auch eine Pinasse, nehme ich. Dann könnte wieder Sebastian dran sein, sagt sich, den Matrosen, geil, so ein Säbel drauf, kaufe ich. Dann gibt er halt auch 3 Geld ab, legt das ab. Dann kann ich auch nichts mehr kaufen, dann bin ich dran, sag, Galone, 2 Geld. Also das können auch mal sehr kurze Runden sein oder sehr lange, weil man halt aufdeckt. Und wie gesagt, wichtig sind oftmals in vielen Strategien diese Säbel. Was die genau machen, zeige ich euch gleich nochmal im Spielverlauf. Wie gesagt, in der Praxis, also nochmal so in der Theorie, angenommen, ich würde jetzt eine Pinasse aufdecken und wüsste, es gibt viel teure Pinassen, die mir viel mehr Geld bringen, dann kann ich sagen, ich benutze hier meinen Matrosen, wehre das Ding ab und fertig. Muss ich die Karte dann wegwerfen? Nein, die bleibt da liegen. Und angenommen, kann ich die auch mehrmals benutzen? Und angenommen, ich würde jetzt wieder eine Pinasse oder irgendwas anderes aufdecken, was wieder ein Säbel bringt, könnte ich wieder sagen, zack, ich benutze sie, fertig. Habe ich also insgesamt 6 Säbel ausliegen, kann ich richtig viele von diesen Karten abwehren, also zum Beispiel alle Pinassen.
Weil hier oben sieht man dann noch immer mal die verschiedensten Karten. Es gibt immer 10 Karten einer Art. Also 50 von diesen 110 oder 120 Karten sind einfach Schiffe. Und es gibt halt welche mit einem Säbel, welche mit zwei Säbeln, welche mit vier Säbeln. Das heißt, sobald ich hier vier Säbel insgesamt ausliegen habe, weiß ich, ich kann, wenn ich will, alle Pinassen abwehren. Und den Doppelten konnte ich damit auch abwehren. Also wenn jetzt, was weiß ich, wenn ich jetzt eine Pinasse habe und mit der zweiten Pinasse würde genau. Das jetzt verändern, dann könnte ich jetzt sagen, oh, die kommt jetzt rein. Oh nee, machen wir nicht. Genau, das ist sogar manchmal eine gute Strategie, weil du ja mal vier oder fünf Karten haben willst und sagst halt, eine lasse ich da liegen. Das sollte halt aber eigentlich auch eher eine teure sein, weil du kriegst nur Geld dafür. Aber kannst du sagen, oh, jetzt habe ich eine aufgelegt, dann bist du nicht gleich raus und sagst, hier, die kommt weg, auf eine Ablagestapel, fertig. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir einfach mal an und die weiteren Fragen kommen sicher noch im Spiel. Das schauen wir uns einfach mal in der Praxis an. So, ich fange jetzt einfach mal an. Und decke einen Siedler auf. Ne? Eine Hütte, das ist so ein Symbol, das ich für einen Auftrag brauche. Wir haben noch keinen Auftrag, kriegen nur einen Punkt, will ich nicht. Achso, da sind verschiedene Symbole. Genau, es gibt Kreuz, Anker, Hütte und ich glaube noch irgendwas. Hier, das zum Beispiel ist ein Tausendsasser. Der hat jedes Symbol einmal drauf. Das heißt, das kann ich einfach als Joker benutzen. Wenn ich irgendwie ein Kreuz brauche und habe schon ein anderes Kreuz liegen, kann ich den abwerfen und habe dann das Kreuz erfüllt. Dafür kostet der eben auch 6, ist unverhältnismäßig teuer und bringt auch nur einen Siegpunkt. Das ist alles doof, kann ich mir eh noch nicht leisten. Also mache ich weiter und jetzt eine Flöte. Das wäre... Eine Frage habe ich. Ja? Wenn ich jetzt, was weiß ich, jetzt so viele Schiffe sammle, dass ich mehrere Karten ziehen kann, kann ich dann auch erst das Geld nehmen? Und danach ihn kaufen? Ja. Das geht? Das geht. Okay. Okay, da ja nur 10% der Karten Flöten sind und es sicher auch noch teure Flöten gibt, sage ich einfach mal, ich mache weiter. Deck noch eine Karte auf. Gouverneur kostet 8, kann ich mir eh nicht... Oh. Was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass ich mir immer eine Karte mehr aus der Auslage nehmen darf. Also wenn ich nur einen nehmen dürfte, dürfte ich zwei nehmen. Gute Sache. Und auch wenn du dann dran bist und ich habe einen Gouverneur und bin dran mit Karten nehmen, kann ich mir auch zwei Karten nehmen, wenn ich möchte. Musst du natürlich auch zwei Geld dafür geben, aber das geht. Was bedeutet Totenkopf? Totenkopf bedeutet, kann man nicht abwehren. Du kannst hier 30 Säbel liegen haben, diese fette Galeone, die hier auch 3000 Kanonen hat, die kannst du einfach nicht abwehren. Mich wundert auch, dass hier nicht gerade ein untergehendes Schiff noch abgebildet ist. Aber da die einfach vier Geld bringt, sage ich mir, die nehme ich, also kommt die auf den Ablagestapel. Das ist übrigens auch wichtig, dass die auf den Ablagestapel kommen, damit die auch immer im Spiel bleiben, weil sonst, wenn man die immer hier in seinem Stapel hätte, dann könnte man auch mitzählen und wüsste, was es noch so gibt und deswegen hier auf den Ablagestapel. Dafür bekomme ich jetzt glatte 4 Geld, das ist natürlich richtig mächtig und jetzt kann Sebastian, wenn er möchte, eine Karte haben. Er möchte überraschenderweise nichts, also kommen alle Karten hier weg und jetzt darf er aufdecken, solange er möchte. So, was bedeutet das? Das bedeutet, das ist eine mehr... Mademoiselle, ne? Genau, immer wenn du die kaufst, die kostet 9 Geld, kostet irgendein Charakter, den du dir kaufst, ein Geld weniger. Aber ist halt teuer. Eine Barke. Zwei sichere Geld. Das ist für 3 solide. Ein Säbel. Oh, eine Flöte. 3 Geld. Ich weiß, ich habe gerade 4 bekommen, aber da kommt schon das Zockelement. Das ist einfach, wenn du dir eine Pinasse nimmst, bekommst du einfach immer ein Geld mehr. Okay, dann kann ich mir nicht leisten. Ich mehr aber. Drei verschiedene, warum? 4 verschiedene, damit du 2 nehmen kannst. Es gibt wie viele Farben? 5? 5. 2 hast du schon. Das Risiko ist so hoch. Lukas. Das kommt auf den Ablagestapel, nennt sich 3. Achso, jetzt kann ich halt überlegen, was ich machen möchte. Ich habe ja gerade schon richtig gut Geld gesammelt. Ich habe 2, 4, 6, 7. Damit könnte ich mir... Ja, ich mache das einfach mal und sage, hier Sebastian, bekommst ein Geld. Gib dann 3 Geld ab, die ich auf den Ablagestapel lege und hol mir dann so einen Matrosen, damit ich halt einer Schiffe abwehren kann. Jetzt könnte halt, wenn wir mehr Leute spielen würden, jeder noch kaufen. Das würde Sebastian freuen, damit wir halt richtig reich werden. Und die Karten kommen weg und schon bin ich wieder dran. Auch da wieder natürlich, wenn man nicht so viel quatscht, wie wir das gerade beim Rezensieren tun, geht das alles noch ein bisschen schneller. Eine Pinasse. Ich mach's kurz und sag, nehme ich, werf die ab, bekomme da 2 Geld für, hab jetzt wieder ganz gut Geld und dann ist Sebastian wieder dran. Eine Barke, das könnte ich jetzt zum Beispiel abwehren und sagen, will ich nicht, aber Sebastian muss sich damit, oh, eine Galeone, 7 Säbel. 3 Geld, oh, nicht so gierig. Pinasse. Noch ein verschiedenfarbiges Schiff und schon bist du richtig, richtig reich. Oh, ja, und dann mit jeder Karte, die man aufdeckt, denkt man sich, mach ich weiter, mach ich nicht weiter. Ne, die wird eben bei Flöten immer ein Geld mehr bringen.
Das wäre so schön, wenn ich jetzt eine Flöte ziehe. Andere Farbe! Ja! So, jetzt ne, vier verschiedene Farben. Das heißt, Sebastian dürfte jetzt zwei Karten nehmen, wenn er möchte. Es ist natürlich doof, dass keine Flöte da liegt. Ja. Weil dann könnte er erst das Ding kaufen und sich dann die Flöte nehmen und wird dafür ein Geld mehr bekommen. Und den kann er sich leisten mit drei. Aber so viel Glück hat er nicht. Ich mach das aber anders. Ich will das Geld haben. Also krieg ich sechs Geld. Richtig. Gut, ich könnte jetzt noch überlegen, ob ich das Ding hier nehme, weil ja jetzt lange keine Flöte gekommen ist. Das erhöht natürlich die Chance, dass gleich eine kommt. Auch hier versuche ich mal eine neue Strategie. 13 Geld hast du? Okay, hoffen wir mal, dass wir Steuern kommen. Kriegst du noch ein Geld von mir? Da kommen keine Steuern. Ja, auf jeden Fall kommen die. Boah, ich habe eine hier schon bei meinem Startgeld. Ja, das ist nicht ärgerlich. Wie viele gibt's davon? Weiß nicht, 3, 4. Also nicht so viele, aber yes. Ich decke jetzt sicher gleich eine auf. Ich glaube nicht. Und kaufe mir dann hier das Ding und hoffe jetzt, dass ganz viele Flöten kommen. Und dann kommt die eine Karte auf den Ablagestapel. Ich habe noch ein galaktisches Geld. Also jetzt, ne, eben war ich super reich und Sebastian hatte nichts. Jetzt ist es andersrum. Jetzt bin ich hier am Hungerstab. Aber ich werde jetzt diese Karte hier mit Steuer. Aha, schade. Ich muss jetzt im Prinzip auf Geld gehen. Oh, eine Fregatte. Mit, da fackel ich nicht lange. Ne? Das sind drei sichere Geld. Ich habe nichts. Also nehme ich mir die. Und habe viel Geld. Das bringt mir was für Aufträge, ne? Genau, also es bringt ja einen Punkt. Und es würde halt für diese Aufträge, die kommen können, kannst du das Ding abwerfen. Und vielleicht, wenn die Gefahr von Steuern kommt, macht das Sinn, sich sowas mal zu holen. Eine kriegst du. Yeah. Und vier muss ich bezahlen. Richtig gut. Genau, dann ist Sebastian wieder dran. Eine Galeone. Oh, sogar ein 3 Geld bringt. Das kann man sich einfach nehmen, hat 3 Geld mehr. Aber sowas hat schon relativ viel Geld, ne? Ja, wenn Steuern kommen, Bocken dann. Das ist viel besser. Das kaufe ich. Ah, bei einer Frage für 3, ein Punkt. Na, ich habe jetzt auch schon 2 Punkte ausliegen, Sebastian gerade ein. Das heißt, punktemäßig zieht er jetzt gleich. Wie viel Geld hast du? Muss man was erzählen? Weiß ich nicht. Stimmt. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, zu wenig. Okay, aber ich nehme mir jetzt mal diese Galeone. Werf die ab, bekomme dafür 3 und hier einen für Sebastian und dann bin ich dran und ja. Ich decke jetzt eine Barke auf. Das ist nur eine Einerbarke. Einerbarken finde ich doof. Ich habe einen Matrosen, weg damit. Dann, oh, ein Witzbold. Was bringt der? 2, 4, 6, 7. Der Witzbold bringt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass du, wenn du drankommst, also wenn du hier in der Auslage einfach keine Karten liegen hast, bekommst du ein Geld dafür. Das ist eben auch vor allen Dingen immer dann der Fall, wenn man, wenn jetzt Sebastian nur eine Karte aufdecken würde, würde die kaufen. Ich könnte jetzt noch eine Karte kaufen, da liegt keine aus, also bekomme ich dafür ein Geld. Das gilt aber auch, wenn Sebastian zwei gleiche Schiffe aufdeckt, dann wäre die Runde zu Ende, ich würde nicht mit dem Heuern drankommen. Würde dann auch dafür ein Geld bekommen. Also das kann sich gerade bei risikofreudigen Spielern lohnen, das Ding zu nehmen. Gut, ich habe den Witzbold, ich habe das Spiel schon oft gespielt. Ich glaube, ich habe ihn noch nie benutzt, aber bringt einfach 2 Punkte. Ich habe 7 Geld zur Verfügung. Die werfe ich dann mal ab und habe jetzt den Witzbold. Das wird richtig gut brauchen. Und richtig. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass Sebastian jetzt weiterhin so zockt, wie er es bisher gemacht hat, weil das bringt mir jedes Mal ein Geld. Das muss er im Prinzip 8 Mal machen, damit ich da einen Plus draus habe. Aber auch wenn es weniger passiert, es sind auf jeden Fall schon mal 2 Punkte. Und pro Mal, wo das passiert, sind diese 2 Punkte für mich günstiger geworden. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, noch Punkte zu sammeln, noch dich zu überholen, wenn du über 12 Punkte bist? Ich glaube ja. Also die letzte Runde wird... Ah, die wird noch zu Ende gespielt. Sobald einer das geschafft hat, ist, glaube ich, jeder noch einmal dran. Außer dem Startspieler wahrscheinlich. Ja, also die Möglichkeit gibt es noch. Ne? Wenn man das Spielende einleitet, dann ist halt jeder noch einmal dran, außer man selbst, und dann ist es vorbei. Es gibt die Variante, die man machen sollte, wenn man das Spiel ein paar Mal gespielt hat, dass man nicht nur hierüber gewinnen kann, sondern man mindestens einen erfüllten Expeditionsauftrag haben sollte. Aber wie gesagt, da würde ich das Spiel erstmal 2, 3 Mal spielen, damit ein Gefühl für das Spiel bekommen und dann diese Variante reinnehmen. Dann bist du wieder drin. Mhm. Bringt mir Kumulieren ja, also... Ja, wenn du das beides Barke, ne? Mhm. Ja, wenn du beide hättest, würdest du pro Barke, die du hast, 2 Geld bekommen. Das ist schon... Oh, und das ist eine Barke. Hoppala. Aber ich kann nicht 2 Karte gleichzeitig nehmen. Du kannst jetzt nur eine Karte kaufen. Hier wird weiter gezockt. Ja, ich hoffe, jetzt kommt eine Barke, damit ich reich. Ein günstiger Witzbold. Ich habe auch gerade wieder 0 Geld. Oh, der kostet nur 5, aber bringt nur einen Punkt. Aber es ist ein Witzbold. Da würdest du meinen Vorteil ausgleichen. Kauf ihn, kauf ihn. Nee. Ich hole mir die Barke. 4 Geld ist 4 Geld. Das ist richtig. Ja, jetzt dürfte ich eigentlich auch noch kaufen, aber ich habe nichts Geld. Daher hoffe ich jetzt, dass ich viele Schiffe ziehe. So, dann gucke ich mal. Ich habe ein
Fräulein. Ne, Fräulein wird immer jede Karte, die ich kaufe, einen billiger machen. Zumindest jedes, ja, jede Karte, die ich einfach kaufe. Aber hab keine 7 Geld. Ne, egal, Leone. Schade. Hat 2 Säbel. Würde ich gerne abwehren, weil die bringt nur 1. Aber ist nicht, weil ich habe nur einen Säbel. Eine Flöte wäre geil. Oh, eine. Ja, ich meine, 3 ehrliche Geld, wie der Spieler sagt, sind 3 ehrliche Geld. Also nehme ich mir diese 3 Münzen einfach mal in dem Fall. Und jetzt kann Sebastian, wenn er möchte, sich noch was holen. Mhm, tue ich auch. Oh, gibt noch mehr Geld für mich, finde ich schön. Wie viel hast du hier? 7? 7 und 1 für mich. 5, 7, 1 für dich. Und die bringt natürlich auch noch gleich 2 Punkte. Dann sind wir wieder beim Gleichstand. Wobei natürlich Sebastian hat hier noch einen kleinen Joker im Ärmel. Damit kann er halt schnell noch Punkte und Geld machen. Die bringen einem sonst zwar nichts, aber das kann im Entscheidungsmoment wichtig sein. Jetzt bin ich dran. Richtig. Galeone. Brauchen wir nicht. Oha. Oha. Oh, eine Vierer. Ja, nehmen wir. Das sind 5 für mich. Nee, 4. Ja, 5. Ah, verdammt. Da hat er sich schon, bisher fand ich die immer sehr unmächtig, aber wenn man... Ah. Könnte mir jetzt diese Galeone nehmen, um Sebastian das Geld, das ich dafür bekomme, direkt zu geben. Das möchte ich nicht. Also denke ich jetzt einfach mal, oh, 2 Geld. Nee. Ich zocke, Sebastian hat ja keinen Witzbold. Doch, ein Witzbold wäre natürlich geil, aber ich habe nur 4 Geld. Das reicht nicht. Ah, ein Priester. Nee. Oh, den hätte ich gerne, aber der kostet 7. Habe ich nicht. Boah, ein Dreier, also ein Matrose, der hat nur einen Säbel, kostet 7, da würde mir erstmal denken, richtig krass, aber bringt auch 3 Punkte, deswegen ist er die 7 Geld schon wert. Habe ich leider auch nicht. Gouverneur 8, brauche ich mir gar nicht mehr angucken. Ein Händler bei einer Barke, bei einer Fregatte. Da wird sich sowas natürlich auch schon wieder ein bisschen mehr lohnen. Aber nein, ich bin gierig. Ah, da fehlt mir jetzt noch, ne, das waren meine Karten, ja. Fehlt mir noch einer, ich habe noch, schade. Also denke ich mal weiter auf, das kann prinzipiell relativ lange gehen. Ja, eine Barke, ne, ich habe einen Säbel, die wehre ich ab, das ist mir viel zu billig. Ah, hier, der erste Expeditionsauftrag, yes. Den legen wir mal hier hin und der ist auch noch gut für Sebastian, weil man braucht dafür 2 Hütten, Sebastian hat schon eine Hütte. Damit würde ich mal sagen, gebe ich meine 4 Geld aus, dass wir die richtig abtreffen und hole einfach mal diese Hütte hier, damit Sebastian dann ganz viele Vorteile hat. Und jetzt kann Sebastian, wenn er möchte, auch noch was kaufen. Ja. Will der Sebastian dann was kaufen? Oder sich ein Schiff nehmen. Ein Geld für dich, ein Geld für mich. Ich kaufe mal den Piraten. Welchen? Achso, den da. Kostet mich 5. 2 Säbel für 5 Geld. Und für dich. Oh, danke. Trinkgeld hier, Almosen. So, dann kommt die auch wieder weg. Der Expeditionsauftrag bleibt liegen. Den können wir jetzt, wie gesagt, beide erfüllen. Man muss aber am Zug sein, um den erfüllen zu können. Ja. Leute, wäre gut für mich. Steuer. Geht das Spiel danach weiter? Ja, ja, geht weiter. Jetzt wird geguckt, wer hat wie. Ja, Geld. Hat irgendwer mehr 12 Geld. Ich habe 1, das bin mir relativ leicht. Sebastian, das sieht auch nicht nach viel aus. Er 2. Hat da so 2 Kärtchen liegen, das ist nicht so geil. Jetzt wird geguckt, wer hat die wenigsten Siegpunkte gerade. Das bin. Das sind wir beide, ne? 5? 5, ja. Also haben wir beide 5, das heißt, wir bekommen beide ein Geld. Und dann werden die Steuern hier, ich glaube, sind Steuern einfach abgeworfen. Läuft ja für mich. Kurz und schmerzlos, ja. Ja, der, wenn du. Wenn da mehr als 5 Karten in der Reihe liegen. Dann, und du hast noch eine 6 quasi aufgedeckt, nee, wenn da, also wenn du im Zug kommst und da 5 Karten liegen, dann bekommst du 2 Geld. Bekomme ich dann nochmal mehr? Oder wenn ich dann noch eine lege und noch eine lege? Nein, einmalig. Aber das geht auch, wenn ich so in Zug hatte wie eben, wo ich hier 20 Karten aufgedeckt habe, oder 10, und dann bist du dran, kannst das kaufen, egal ob du was kaufst oder nicht, du bekommst einfach 2 Geld dafür. Achso. Schon nice. Hm. Die könntest du übrigens, die hättest du auch schon abwehren können, ne? Ja, ich weiß. Mit deinem Piraten? Ah. Aber ich will ja... Auswahl. Okay. Hast du da eigentlich gerade dran gedacht? Hast du ihn gekauft? Nein. Ja, dann kriegst du noch ja, ein Geld wieder. Das ist ja noch viel besser. Ja. Ja, das Fräulein haben wir gerade vergessen. Die Karte wäre ein billiger gewesen. Ja, mein Pirat wäre günstiger gewesen. Ja. Das haben wir jetzt geheilt wieder.
Jurist sagt. Boah, ich spiele einfach weiter. Ja, hey, yo, hat sich gelohnt. Oh. Das ist nämlich. Ich nehme mal, einfach nur, damit ich jetzt auch gleich was kaufen kann, diese Pinasse, bekommen dafür, nee, die kommt auf den Ablagestapel, bekommen dafür 3 Geld, und 1 ist Trinkgeld hier. Und dann kommt der Rest weg und jetzt decke ich natürlich noch so eine Hütte auf, die nicht mehr als 4 kostet, weil ich habe nur 4 Geld. Oh, schade. Die wehre ich ab mit meinem einen Säbel, wenn ich schon so ein bisschen kämpfen kann, dann nutze ich das. Nein. Aha, eine Hütte. Die kaufe ich doch einfach mal für 4 Geld. Und dann habe ich die. Jetzt ist die Frage, will ich das, ob das strategisch Sinn macht oder nicht. Aber ich glaube, es macht Sinn. Ich werfe jetzt einfach die beiden ab, damit Sebastian das hier nicht mehr erfüllen kann. Habe jetzt quasi nochmal 4, also 2 Punkte mehr und kriege auch nochmal 2 Geld dafür. Das ist, glaube ich, so, wenn man sich den Preis Geld pro Punkt ausrechnet, ein ganz guter Kurs gewesen. Und ja, jetzt ist Sebastian dran, oder? Ja, könnte jetzt das kaufen, ist nichts mehr. Hätte er jetzt einen Witzbold, würde er einfach ein Geld geschenkt bekommen. Aber das heißt, er ist dran. Und wenn dieser Kartenstapel übrigens durch ist, wird er einfach mit der Ablagestapel genommen gemischt. Und dann ist natürlich auch die Chance auf mehr Schiffe immer höher, weil wir natürlich auch schon relativ viele Karten gekauft haben. Steuern. Ja, mich trifft das nicht. Ich habe 2, nur 2. 6, 8, 9 habe ich. Ich auch nicht. Und wer die meisten Säbel hat, das bist du, bekommt ein Geld. Yeah. Ärgerlich. Aber dann kommen die weg, brauchen wir nicht mehr. Und dann geht's weiter. Matrose. Du wirst abgewehrt. Ja, 2 Säbel sind schon, ne? Sebastian hat jetzt hier seine 2 Säbel benutzt, um auch die abgewehrt. Galeone abzuwehren und die Pinasse abzuwehren und die werden dabei nicht verbraucht. Die bleiben einfach da liegen. Nur wenn er jetzt ein Schiff mit 3 treffen würde, dann könnte er halt nicht sagen, wer ich ab. Ich fange schon mal an zu mischen. Aktionsauftrag, bleibt doch liegen. Witzbold. Muss nicht mehr ein Witzbold. Boah, ein teurer Witzbold, aber bringt noch 3 Punkte. Pinasse. Die bleibt jetzt liegen, die Marke. Noch ein Witzbold. Noch ein Expeditionsauftrag. Oh, der bringt 6 Punkte. Aber braucht auch einen. Das wohl haben wir auch noch gar nicht gesehen. Danke, nee, stimmt. Das heißt, der kommt jetzt. Vielleicht gleich. Hm, Kreuz. Hm, das kaufe ich. Ah, ich ahne, sehe, was du machst. Ah ne, halt, das ist ja falsch. So. Gibt es eigentlich mehrere von denen? Also jetzt meine... Also von genau der Kombination, ich glaube, es gibt die Kombination mehr. Achso, guck mal, meine Kombination ist gar nicht so schlimm jetzt mehr. Ja, ja, dafür geht das auch noch. Ich glaube, also ich kenne die genaue Verteilung nicht, aber ich könnte jetzt noch was kaufen, ne? Mhm. Pinasse? Ne, ich habe nur... Ne. Ich kaufe nichts. Die hier kommen auf den gerade schon so halb gemischten Ablagenstapel und dann bin ich dran und ich. Boah, ich nix Geld, ich barke. Das heißt, die kommen weg und ich bekomme 3 Geld dafür. Und dann darf Sebastian schon auflegen. Ach, der ist auch nice. Oh, ne? Hier wieder der Admiral, wo man einfach in der Mehrheit 5 Karten liegen, 2 Geld bekommt. Boah, du hast den, was macht der? Bei Galeon plus 1. Aha, wie viele Punkte hast du? 2, 4, 6, 7. Mhm. Okay. Nein, ich kaufe nichts. Dann hier und jetzt werden die letzte Karte wurde gezogen, das heißt, jetzt wird der Ablagestapel gemischt. Das ist natürlich auch wieder geil, so ein Joker-Ding, um hier so ein Ziel zu erfüllen. Damit kann man natürlich im Entscheiden, also dann einfach den Sprung machen, der punktemäßig so weit nach vorne bringt, dass das keiner mehr einholen kann. Leider kostet der ein zu viel, also werde ich jetzt einfach mal 4 verschiedene Schiffe aufdecken, damit ich mir 2 Karten nehmen kann. Einfach mal. Oh ja, ja, mit Ansage klappt sowas immer. Und dann decke ich mal weiter Karten auf. Oh, eine Flöte. Eine Flöte, da habe ich einen Händler für, der bringt mir ein Geld mehr. Und Sebastian kann sich den nicht kaufen, weil er hat nicht genug Geld. Also kommt die weg und ich nehme mir mal 3,
4 Karten und jetzt bin ich wieder aufgestellt, um in Sebastians Runde richtig gut shoppen zu gehen. Was macht er denn nochmal? Der, dass du immer eine Karte mehr nehmen kannst, ist mächtig, so, ja, aber ja, bringt halt auch 0 Punkte und kostet 8. Jetzt auch schon so ein bisschen, wenn man halt irgendwie auch merkt oder denkt, dass man vielleicht ein bisschen her sein könnte und gut was aufholen muss, dann ist auch so der Punkt gekommen, wo man vielleicht sagt, ach, ich zock jetzt doch und deck noch eine Karte mehr auf und noch eine, damit man einfach mehr kaufen kann. Aber Sebastian, der macht das nicht. 4, 5. Haben wir eigentlich den Witzbold einfach mal vergessen zwischendurch? Nee, ne? Du hast nie so lange gezockt. Das kaufe ich doch. 2, 4, 6, 7. Und einen für dich. Und dann kriege ich diesen Dreier-Matrosen. Und jetzt habe ich schon 7, 10, 11 Punkte. Ich brauche noch einen Punkt, dann das Spiel zu Ende. Sebastian hat natürlich auch schon relativ viel da liegen. Und ich habe kein Geld mehr. Aber nun gut, ich decke jetzt mal auf. Und jetzt wird Hardcore gezockt. Ich ziehe das Ding jetzt durch. Ich habe eh nur ein Geld. Das heißt, ich kann einfach irgendwann überlegen, ob ich jetzt mit den Schiffen genug habe. Oh, eine Flöte. 4 Geld und 2. Mehr Säbel wäre natürlich geil, weil dann könnte ich die... Hab's auch ab, ja. Aber stimmt, ich habe 2 Säbel. Aber das ist eine... Gibt es noch teure Flöten? Ich weiß es gerade nicht. Ich wehre die mal ab und hoffe mal, dass das gut ausgeht. Jetzt werdet ihr sehen, wie das Spiel läuft, wenn man einfach denkt, man ist Größenwahnsinn und deckt ganz viele Schiffe auf. Die, wie gesagt, ich habe nur ein Geld. Die kann ich nicht abwehren. Das heißt, jetzt darf ich keine Galeone mehr aufdecken. Und jetzt ist eben auch wichtig zu sehen, es gibt Galeonen mit 2 Säbeln, mit 4 Säbeln, mit 7 Säbeln. Das heißt, die und mit Totenköpfen. Totenköpfe kann man gar nicht abwehren. Das heißt, die Mehrheit der Galeonen kann ich gar nicht abwehren. Ich muss halt hoffen, wenn ich noch eine ziehe, dass ich eine mit 2 Säbeln ziehe, die ich dann abwehren kann. Das werden wir jetzt wahrscheinlich gleich vorgeführt bekommen. Gucken wir mal. Eine Fregatte. Totenkopf kann ich nicht abwehren. Jetzt darf nicht noch eine Fregatte kommen. Es sind noch 3 Geld, 3 sichere Geld, die ich bekomme. Ja, worst case, ne? Jetzt habe ich noch eine Galeone aufgedeckt. Das heißt, ich habe 2-mal das gleiche Schiff. Und da ich das, also den kann ich eh nicht abwehren. Den hätte ich auch vorher abwehren müssen. Wenn das jetzt irgendwie eine mit 2 Säbeln gewesen wäre und ich hätte gesagt, ich deck mal auf. Oh, jetzt kommt die. Ich wehre mal die ab. Das wäre nicht gegangen. Man muss sich immer in dem Moment, wo man das Ding aufdeckt, dafür entscheiden, ob man es abwehrt oder nicht. Und damit ist leider mein ganzer Zug vorbei. Hätte Sebastian jetzt gar nichts mehr. Witzbold, würde er dafür Geld bekommen, aber alles, ja. Ansonsten darfst du nichts kaufen, hast jetzt nur, bist quasi dran. Ja, für mich, oh, die, ich hätte sie doch nehmen sollen, egal. Shit, ist vorbei. Ha, sehr gut. So, und jetzt komme ich an die Reihe. Nein, also, das ist nicht. Ja, du kannst sie abwehren. Schade, weil sonst hätte ich erstmal mein Witzwort was gebracht. Momentan war der noch viel zu teuer. Oh, jetzt kann er schon. Ja, 4 verschiedene Schiffe. Ja, oh, jetzt ist gleich. Jetzt ist das. Jede Karte kann das Ende bedeuten. Und es ist vorbei. Und bam! Ich meine, okay, 4 Geld bei. Aber es wäre also, ne? Jetzt 3 Karten da hätten. Also 3 Karten zu nehmen wäre schon richtig gut gewesen. Aber nun gut, ich habe ja gesagt, wenn man einmal durch den Stapel durch ist, ist die Chance, dass Schiffe kommen, natürlich deutlich höher, weil schon jede Menge Karten raus sind. Ja, wo wir gerade davon sprechen, ich habe auch nur ein Geld. Vielleicht soll ich diese Barke einfach nehmen und jetzt ein bisschen bescheidener sein, aber vielleicht fliegen sie durch die Hand. Finde ich das auch doof. Ja, wer die größte, also ne, wer mehr 12 Geld hat, muss jetzt wieder was abgeben. Das trifft Sebastian diesmal nicht. Und wer die größte hier Power hat, Sehstärke, da sind wir gleich. Das heißt, wir kriegen wieder beide ein Geld. Mit 2 Geld kann man sich leider auch nie was kaufen. So, Fregatte, das ist gut. Jetzt brauche ich nur noch eine Pinasse oder eine Flöte. Und dann bekomme ich richtig, oh, eine Flöte. So, jetzt, ne, wenn natürlich, wenn es jetzt wirklich knapp wäre, würde ich vielleicht sogar noch weitermachen. Ich könnte jetzt auch abwehren. Ah, aber da liegen 4 verschiedene Karten, 4 Geld, ich habe nichts. Ich will gewinnen, unbedingt. Ja, ich brauche noch einen Punkt. Jetzt wäre natürlich zu überlegen. Oh, doch, das macht natürlich total Sinn. Hier liegen jetzt 4 verschiedene Schiffe, das heißt, ich kann 2 Karten nehmen. Das heißt, mit der ersten Karte nehme ich mir diese Flöte. Bekomme dafür ja noch ein Geld mehr. Also habe ich jetzt 3 Geld, habe damit 5 Geld. Und jetzt ist es eigentlich vollkommen egal, was ich mir nehme. Habe ich mich verzählt? Nee, ne? 6. 9, 11. Ich kaufe mir jetzt einfach für 3 diesen Händler hier, habe damit 12 Punkte, damit wird jetzt das Spielende eingeleitet. Das heißt, jetzt kann Sebastian noch was kaufen oder sich was nehmen, wenn er das möchte. Ich habe gleich noch eine Runde. Und dann ist er nochmal dran und danach ist das Spiel zu Ende.
Das heißt, eigentlich würde es jetzt zumindest Sinn machen, sich entweder das zu holen oder halt den, je nachdem, wie viel Geld man so hat. Den einkriege ich, auch wenn mir das jetzt nichts mehr bringt. Vielleicht, ich weiß, ob Geld am Ende Tiebreaker ist. Aber jetzt hat Sebastian wie viele Punkte? 8. 8, das heißt... 2, 4, 5, 8, ja. 8, das heißt, es kann jetzt gut für ihn laufen, aber er muss jetzt auch Risiko gehen, viele Schiffe aufdecken. Aber wie gesagt, die Chance, dass man viele Schiffe aufdeckt, aber auch viele verschiedene, ist relativ hoch. Wir sind jetzt nicht so sehr auf Säbel gegangen. Viele Säbel erhöhen natürlich die Chance darauf. Also, spannendes Finale, spannende Runde. Wir wissen nicht, was passieren wird. Also ich ahne, dass ich hoffentlich wahrscheinlich gewinnen werde, aber es ist auch so ein bisschen Glück. So, ne? Die erste Pinasse, ein Säbel hat er abgewehrt. Ah, Galeone, die kann er nicht abwehren. Und 4 Punkte. Das heißt, im Prinzip braucht Sebastian jetzt... Muss er 3 Karten irgendwie nehmen, wie viel Geld. Achso, naja. Also das wird auf jeden Fall eng. Vielleicht klappt das irgendwie. Wir warten mal ab. Ich glaube, ich brauche den. Einer Barke? Du brauchst Geld, glaube ich, um zu gewinnen. Ja, eine Barke. Eine Barke. Oh, jetzt, ne? Nehmen schon 2. Barke hast du gerade triggert. Fregatte, ja. Bam, Game Over, ne? Zug vorbei. Das heißt, jetzt triggert nochmal mein Witzbold. Ich bekomme ein Geld, was allerdings gar nichts warum bringt. Warum triggert dein Witzbold? Da liegen noch tausende Karten. Ach nee, liegt's nicht mehr. Die kommen weg, weil du ja ein bisschen Pech hattest. Und jetzt habe ich mit 12 zu 8 Punkten das Ding gewonnen. Und das war Port Royal. Also wie ihr gesehen habt, da ist so ein bisschen Strategie bei, ein bisschen Zocken, ne? Push your luck, dass man sein Glück pusht, ne? Und ja, es gibt da verschiedenste Strategien. Also ich bin in den letzten Spielen eigentlich immer die Strategie gefahren, mir fast nur Säbelkarten zu holen, um mir einfach viele Karten aufzusenken. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Jetzt hatte ich eigentlich, ja, ich habe einfach irgendwas gemacht. Das funktioniert auch. Und ja, es ist eben so ein nettes Zockerspiel. Das kommt ganz unterschiedlich an. Also ich habe schon Gruppen erlebt, die sagen sofort, oh geil, das witzige Spiel. Mit anderen war das mehr so, Karte aufdecken, oh ich bin tot. Karte aufdecken, oh, ich bin tot, tolles Spiel. Das kann halt passieren, das hängt auch immer so ein bisschen von der Gruppe ab, von der Stimmung, vielleicht so ist das, also ist nicht das Spiel, dass ich nachts um 23:30 das erste Mal rausholen würde, um es irgendwelchen Leuten zu zeigen, aber wie gesagt, das ist eigentlich ein ganz nettes Spiel. Die Anleitung ist eigentlich auch sehr gut geschrieben, sehr strukturiert, also man versteht das relativ schnell. Wenn man es nicht versteht, sage ich immer, guckt Videos bei YouTube, wie zum Beispiel das hier, dann bekommt das immer vorgespielt. Ich hoffe, dass hier jetzt nicht zu viele Regelfehler drin waren, aber eigentlich haben wir alles auch zwischendurch mal nachgeguckt. Das heißt, im Wesentlichen sollte das passen. Falls irgendwas sich eingeschlichen hat, werde ich das noch per Anmerkung nachmerken. Und ja, das ist Port Royal. Es gibt eben auch schon seit der Messe die Erweiterung Port Royal. Ein Auftrag geht noch. Da sind eben kooperative Varianten dabei, Solo-Varianten dabei. Also dann kann man es auch alleine spielen oder halt zusammen. Oder da sind auch also diverse andere Spielmodi bei, wo auch eben noch neue Karten reinkommen, neue Charaktere und so weiter und so fort. Das sehen wir dann in einem späteren Video. Das war jetzt erstmal Port Royal. Einmal komplett eine Partie vorgespielt. Und wie gesagt, wenn ihr es mit mehr Leuten spielt, also wenn wir jetzt zum Beispiel noch Skipper und Dave hätten mitspielen lassen, aber wie ihr seht, die stehen halt dumm rum und haben keinen Bock, dann wäre es im Prinzip genauso gelaufen, nur dass eben, wenn einer, also der dran ist, quasi fertig ist mit seiner Phase und Sachen gekauft hat, dann dürfte eben jeder andere nochmal was kaufen und dann wäre man dran. Aber so ist man eben auch immer involviert, also auch wenn man zu fünft spielt, dann dauert es natürlich ein bisschen länger, die Downtime ist schon ein bisschen höher. Aber man hofft natürlich auch immer bei anderen, dass es vielleicht nicht klappt oder dass genau die Karte kommt, die man selbst gerne haben möchte. Und wenn dann irgendwie 3 Leute vor einem dran sind mit kaufen, dann hofft man, dass die nicht die Karte kaufen, die man selbst gerade braucht. Und ja, funktioniert also in jeder Spielerzahl gut, aber ist eben auch, was ja wichtig ist für viele, sehr gut zu zweit spielbar, macht auch zu zweit absolut Spaß und ist auch zu zweit nicht wirklich schlecht, als irgendwie, wenn man zu mehr Leuten spielt, so meiner Erfahrung bisher zumindest nach. Und ja, das war jetzt wieder viel erzählt. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Eindruck davon bekommen, ob das Spiel potenziell was für euch sein könnte oder nicht. Ich mag es, wie gesagt, sehr und das war's von uns. Wir sagen bis bald und tschüss. Tschüss.